der Waschbär unter dem seltsamen Kenzi-Video, in einem lauen Sommerei, reitet Frank Deuter auf erster Rasse seines Liebefolge, Gartens alles für seine, vor. Doch statt einen zu fadien oder ein Eid heranzurollen, stellt der pensionierte Rernur-Schüsseln auf. Zwei kleinen füllt er etwa 10 cm Hut, mit frischem Tassen in die übrigen Behälter kommen gewürfelter Sandkuchen und kleingeschnittene Waffeln sowie ungesalzenes Knabberzeug, Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Cassews, Haselnüsse, Mandeln. Heute habe ich auch urgeschälte Erdnüsse, sagt Deuter und platziert die Schüssel auf einer kleinen Mauer zwischen Garten und EGC Gulden Gulden GSG Osli G Gulden Üz Gulden GGGC Gulden Cäsig Süge sich Akts GS, LG Gulden SG mögen einige Pfeif von ihnen besonders gerne, GD Party steigt erst lange nach Sonnenuntergang. Um 22.20 Uhr hört man es wohl zum ersten Mal rascheln. Deuter, der um SD die Sicherheit seiner späten Gäste höchst CR1 besorgt ist und deshalb nicht mit seiner gewahren Identität in der Zeitung erscheint kannen möchte, öffnet vorsichtig die Terrasse AL Center, doch alles, was da durch den Lichtkegel seiner Taschenlampe hirscht, ist ein CH kleiner Igel. Die kommen schon noch, flüstert Deuter und blich vergnügt durch die nur lehen zurückgeschobene Terrassentür auf ein gut katzengroßes Tier, GC Gulden GS GC Gulden GGGGS GS Gulden Gulden GUGU zu GC Gulden S Gulden Ilsi ganz gemütlicher. Struppi ist einer von etwa 10 Waschbären, die Deuter und seine Frau zu unterscheiden gelernt haben, seit sie vor 4 Jahren zum ersten Mal einen von ihnen in ihrem Garten antrafen. Seither stellen sie regelmäßig Leckereien bereit, auf dass die Tiere auf ihren nächtlichen Streifzügen durch die Nachbarschaft auch bei ihnen vorbeischauen. Als nächstes trifft auch Dolly mit 2 ihrer Jungen ein. Die Deuters haben das Weibchen nach ihren auffällig nach oben gerichteten Ohren benannt. Jeder Waschbär hat charakteristische Merkmale, an denen man ihn wiedererkennen kann, sagt CYUGZIG ASG UGZIG CSGUG zu Gulden CGC Gulden 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 GSGC C Gulden UGS Gulden AIGC ASI Gulden ITZG AUGIGGYEISIGGFC GUNUS Gemisch, genauer, er wirft das Gemenge auf den Terrassenboden, frisst aber nur die Nüsse, die Waffeln lässt er liegen. Struppi dagegen vergreift sich Kuluk C A Zygutzes G C Gulden S Gulden I Gulden S Y Züge Oig zu Gulden Kol G Z I G entzückt beim Blick auf das Gelange, das kurz nach Mitternacht in vollem Gange ist. Seine Begeisterung für die putzigen Tiere aus der mit echten Bären nicht Y S G G Züge G C Sus G G U Züge I Xui Gulden S Y U I G G G S S Gulden I ein munterer, schmucker Bursche, welcher durch Größe, Regsamkeit und Beweglichkeit sehr erfreut. In seinem geistigen Wesen hat er etwas Affenartiges. Er ist heiter, munter, neugierig, neckisch und zu lustigen Streichen aller Art geneigt, aber auch mutig, wenn es sein muss, und beim Beschleichen seiner Beute listig wie der Fuchs, schrieb Brehm 1883 in seinem Tierleben über Procyon Lothar. Der war damals noch ein reiner Nordamerikaner, gelangte seither aber mehrfach in andere Erdteile und so auch zu uns, siehe G.I.S. Gulden Kasrakon. Trotz aller List sind V.C. Gulden S. Gigüs Okoko Gulden Akog A.S.G. Gulden Süg ziemlich faul und fressen, was sich gerade ohne viel Mühe finden lässt, erklärt die Forstbiologin Berit Michler, vom Projekt Waschbär, an der TU Dresden, dass zwischen 2026 N die Lebensweise der Waschbären des Müritz-Nationalparks untersuchte. Über das Jahr hinweg verputzt ein Waschbär zu etwa gleichen Teilen vegetarische Kost wie Samen und Früchte, Wirbellose wie Schnecken, Würmer und Insekten und kleine Wirbeltiere wie Mäuse, Frösche oder einen gelegentlichen Fisch dort hinein, bevor es sie verputzt. Jungen machen das noch nicht. Deuterel GG Alzas Gulden Esi Üz Azygutzes Güsesi GSG Fziguman könne es wohl einfach als es mit dem Essen deuten, meint Hohmann, Leiter der Forschungsgruppe Waldökologie der Landesforsten EHT Land Pfalz, der sich intensiv mit den Denzgewohnheiten deutscher Waschrehen befasst hat. CGGE C Gulden I Gulden S Y Y S L G S S S S S C O Gulden Gulden S Y Y S Gulden I S Gulden I G C Gulden S G U Y Dingen im Wasser offen sehr beglückend. Sowie Hunde kann Garten buddeln.
Berit Michel erwähntet, dass die Tiere ihre Nahrung im Vorsaal auch besser wahrnehmen. Dereinst sind der Handballen und der langen fünften Nesshaare über den Krallen werde in Wasser noch empfindlicher. Oder Struppi der Sandkuchendeuters eint nur zu trocken. Das Treiben nächtlichen sieben Rasse wieder sieben die noch Ofi lesende Leel gleich Ilja Sperren SC außerhalb DTR Bar, Golden Axis Jagwojuk EC, Raganzierich in R2.7 R-2 plus 2627 gern Kontakt mit ST, 7 gen ein komplexes minus 3 Homan Sohalter, Kontakt. Zu ihren mir, 7, weiblichen Verwandten, Dings kein festes Rudel SGSGUGZSCGUGKGSYGULDEN SYF Gesellschaft, die sich immer wie kleinere Untergruppen aufteilt halb dieses weiblichen Netzwerks ST7, die Rüden, die oft auf weite W 3,7 Schalt gehen, um ranzige Fähen also. Nxwillige Weibchen zu finden bleibt auch der Wäschbännern gern allein, sondern bildet langfrist Koalitionen mit Geschlechtsgenoss, dank des breiten Nahrungstrumpfs, scharfer Sinne, seiner Intelli 2 und des Rückhalts der Gruppe getan dem Waschbär wie nur wenigen Arenen. Säugern, sich als Kulturfolger in den menschlicher Siedlungen brill machen. In seiner Nordamerikati SC Heimat begann Anfang des 20. Jahre derz die Besiedlung von Groß 2, wie Cincinnati, Washington, Chic oder Toronto. In der kanadischen Endpulle gibt es heute bis zu 150 Tiere Quadratkilometer. Sie leben damit mindestens eine Größenordnung teils als in den umgebenden Wäldern, im natürlichen Habitat. Beliebt machen sich die Stadt, 7 nicht immer. Sie werfen Abfall. 7 um, leeren über Nacht Obstbäumt Meisenkästen, dringen in Häust 7 und räumen, Kühlschränke aus. Auplus minus den sie sich zuweilen auf Dachböd, wo sie das der Material zerkaut, ihre Ausscheidungen hinterlasse, noch dazu die Eier des Spulwurms enthalten kann. Dieser Parasit kann in seltenen Fällen auch auf den Menschen überspringen und gefährliche Komplikationen auslösen. Allerdings sind selbst aus den amerikanischen Hochburgen des Waschbärs nur eine Handvoll solcher Fälle aktenkundig. Auch in Deutschland wurde aus dem Wasch mancherorts ein Problembär. In Kassel, Leipzig oder Berlin plündern sie Schrebergärten und verwüsten Dachböden. Berühmt wurde der Rüde, der ab 2008 für mehrere Jahre im Parkhaus eines Luxushotels am Alexanderplatz eincheckte. Doch gilt der Waschbär hierzulande nicht nur als Ärgernis für den Menschen. Naturschützer fürchten, er könnte zu einer Bedrohung für heimische Arten werden, die nicht an den Jagddruck oder die Konkurrenz der findigen Kleinbären angepasst sind. Dramatische Beispiele für solche Prozesse gibt es in Ökologie-Lehrbüchern genug. Neuseeland etwa verlor einen Großteil seiner Vogelfauna durch eingeschleppte Ratten, Katzen und Hunde. Ihnen steht allerdings eine stille Mehrheit relativ unproblematischer Neubürger gegenüber, die sich weitgehend folgenlos in neue Ökosysteme eingegliedert haben. In welche Kategorie der deutsche Waschbär fällt und wie man mit ihm umgehen sollte, ist zwischen Jägern, Naturschützern und Tierfreunden heftig umstritten. Als praktizierten Artenschutz sieht es der Deutsche Jagdverband, DJV. Wenn dem Waschbär als sogenanntes Raubwild mit Gewehr und Fallen nachgestellt SGLGG-Sigyl-IGSGI-Kaxgusia-ZG, und Birken oder die letzten Sumpfschildkröten Deutschlands in Brandenburg hat sich gezeigt, dass lebensraumverbessernde Maßnahmen allein nicht reichen. Fressfeinde wie Fuchs, Marder oder Waschbär müssen reduziert werden, sagt DJV-Sprecher Thorsten Reinwald. So bedroht der Waschbär in Thüringen den Uhu, weil er dessen Brutplätze in Baumhöhlen besetze und Euleneier stibitze. Allerdings sind Naturschutzverbände wie NABU oder Bund von einer ökologisch notwendigen Rolle des Jägers als Top-Predator nicht überzeugt. Raubtiere spielten eine wichtige Rolle als Regulativ der Bestände ihrer Beutetiere, ihre Bejagung könne die eigentlichen Probleme wie die Zerstörung geeigneter Lebensräume nicht lösen. Problematisch ist zudem, dass es für die erlegten Tiere meist keine sinnvolle Verwertung gibt. Wildpelze, die der DJV als nachhaltiges Naturprodukt bewirbt, finden heute kaum noch Absatz.
Ohne Verwertung bleibt aber nur der fragliche ökologische Nutzen als Rechtfertigung der Jagd auf Raubwild, denn das Töten YVS LGUESGG SYGY LISOGY ZYK stellt das Tierschutzgesetz unter Strafe.